Hey ho meine Lieben, zum nächsten Video. Heute machen wir Kürbiscremesuppe für die Alina. Am Arsch. Du klasse drin im Video. Nein, natürlich nicht. Spatzel, komm her, erzähl uns, was es wirklich gibt. Heute gibt es Paprikagulasch mit Knödel und Rotkraut. Das hört sich doch sehr gut an. Und drüben in der kleinen, aber feinen Küche legt mein Spatzel wieder für euch los und ich verziehe mich am PC. Dazu zu sagen ist, ich habe den Laptop vom Alex da und ja, da habe ich ein bisschen Arbeit. Aber jetzt auf Attacke. Wie gewohnt die kleine, aber feine Übersicht. Alles weitere darf jetzt Manu sagen. Ja, wir machen Schweine-Paprika-Gulasch, hier ist die Paprika. Gulasch, Champignons. Und wie viel waren das in etwa? 250 Gramm. Okay, jawohl. Zwiebeln, Knoblauch, den man auch nicht so gut sieht. Suppengemüse mache ich da rein. Ja, geschälte Tomaten, bisschen Tomatenmark. Und da hinten hast du noch eine Brühe versteckt? Bisschen Brühe kommt noch dazu. Rinderbrühe? Genau, Rinderbrühe. Ja, und Apfelrotkohl, das bisschen tiefer, ist unschlagbar, das von Kühne. Ja, Schleichwerbung von mir aus. Ein Gurkensalat gibt es nachher noch dazu und ja. Und die Klöße. Ah ja, okay. Wie machst du jetzt weiter? Ich glaube, du hast was gesagt vom Fleisch, etwas kleiner schneiden. Kleiner schneiden, noch. Ja, mundgerechter, weil das, die sind viel zu groß, ja, die Stücke. Doch, richtige Brocken. Bin halt ein bisschen klein geschnitten. Ja, das wird jetzt noch gemacht, alles klein schnippeln und dann geht's weiter. Habe ich das richtig gesagt? Genau. Na also, dann loslegen. Guck, mein Schatz. Du bist dir sicher, dass die Paprika zu wenig ist? Nee, die weiße Paprika schmeckt nämlich nach Wasser und deswegen wollte ich nämlich das. Okay, bitteschön. Dankeschön, mein Schatz. Oh, die ist aber viel. Ja, ja. Jetzt kannst du schnippeln. Jetzt kann ich schnippeln, ja. Weiter schnippeln. Genau, weiter schnippeln. Ui, da hast du aber jetzt mal richtig viel geschnippelt. Ja. Cool. Da hinten liegen übrigens noch Lorbeerblätter. Genau, für die Würzung. Tja, und dann geht's los im... In der kleinen, aber feinen Küche. Ja, da sind wir ja schon. Ja, am Herd. Ja, am Herd drüben geht's weiter. Jetzt tun wir das Schweinegulasch anbraten. Von allen Seiten. Nicht alles auf einmal? Nee, das war das vergessen. War ja. Zu viel. Zu viel vom Guten, ja. Stimmt. Nur die Hälfte, ne? Erstmal. Ja, maximal. Stimmt. Maximal. Also, erst einmal anbrutzeln. Ja, den Fehler habe ich auch immer gemacht. Stimmt. Passiert auch geübten Ausschnecken. Und danach kommt dann alles gleich so nach und nach in die Kokotte da hinten. Jo. Ja. Ab jetzt darf Manu wieder selber die Kamera bedienen, wenn sie was macht. Und ich muss mich weiter um den Laptop kümmern. Lecker, 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 lecker. Richtig schön angebraten mit Röstaromen. Geil. Gell? Jo. Und dann gucken wir mal, was als nächstes kommt. Da kommen jetzt die Zwiebeln. Ja. Und der Lauch. Okay. Danach kommt das Suppengemüse. Ja. Haus rein. Also mal so richtig Gulasch auf Hausmannsart. Oder wie man so sagt. Ja. Ja. Wollte ich mal ausprobieren, wie es geht. So, jetzt gehen wir auch viel dazu. Wird jetzt schön scharf angebraten. Danach wird es ein bisschen abgelöscht mit Brühe. Und jetzt machen wir den Tomatenmark und ein bisschen Paprikamark dazu. Tun alles schön scharf anbraten, beimischen und löschen es gleich mit der Brühe
der Rinderbrühe an. Und jetzt geben wir die Paprika dazu. Und tun es richtig schön aufkochen. So, die erste Portion. Und die rote. So, würzen tun wir jetzt mit Paprikapulver. Den Rest, den wir hier noch haben. Und Pfeffer. Also nachdem das Eupaprika leer ist, also ich habe hier noch ungarischer Paprika, ja, Delikatess, dann hätte ich noch Paprika, rote fruchtige Paprikaflocken, dann habe ich noch normaler ungarischer Paprika und geräucherter Paprika. Was möchtest du? Das ungarische Gulasch. Was? Paprika. Welches von denen? Das erste, was du mir gezeigt hast. Ungarische Paprika, okay. Machst du das jetzt doch alles da drin, weil dann räume ich die Krokotte wieder weg? Nee, das die nehme ich gleich. Ich mache es mal so lange, dass die Paprika ein bisschen weich wird. Okay. Und dann muss ich auch noch die Champignons. Komme ich auch ganz zum Schluss rein. Und jetzt schon mit den Leorbeer. Lorbeerblätter rein. Tun es mit köcheln lassen. Und jetzt würzen wir noch ein bisschen mit Salz. Das Fleisch habe ich schon in die Krokotte reingetan. Und gleich kommt die Soße drauf. Und dann geht es in den Backofen. So. Und das kommt jetzt alles in den Backofen. Die Krokotte. Auf. Grad für eine Stunde. Aha. Erwischt. Ja, erwischt. Erwischt. Kommen die Pilze rein, da hinten ist schon das Rotkraut drauf. Die Knödel müssen wir noch fertig machen. Kommt ein bisschen Flüssigkeit drauf jetzt. Ja, geil. Und dann kann es noch so eine halbe Stunde drin köcheln. Okay. Yummy, yummy, yummy. Alina, tust du uns die Knödel ins Wasser? Ja. Mach mal. Nicht reinschmeißen, eintauchen. Genau so. Und so alle Knödel da rein. Wir haben sie ein bisschen kleiner heute gemacht, weil da kann man dann mehr Knödel da essen. Mhm. Bisschen. Mein Schatz wird nachlässig mit der Filmerei, je weiter sie kommt mit dem Essen. Ich habe nur ein bisschen Sahne, Schlagsahne reingemacht. Oh, sieht das lecker aus. Tja, die Knödelchen sind auch soweit, Rotkraut auch. Dann können wir jetzt gleich essen. Alles auf den Teller und dann gibt es natürlich noch ein Probierle. Also das sieht richtig lecker aus, muss ich schon sagen. Ich hoffe es. Es schmeckt auch gut. Ja. So, meine Lieben, da habe ich jetzt mein Tellerchen. Und klar, Probierle. Tja, da probieren wir doch hier gleich einmal von dem Gulasch. Mmh.
Leute, das schmeckt ja mal richtig paprikamäßig geil. Herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Und dazu das Gulasch mit dem Pilz und allem. Ich muss jetzt schlemmen gehen. In Ruhe. Leute, was soll ich sagen? So lasse ich mich gerne mästen. Aber mehr als den Teller, was ihr gesehen habt, habe ich jetzt auch nicht geschafft. Ich bin richtig voll, ich bin richtig satt, ich bin richtig glücklich. Das war mit eins der allerbesten Gulasche, was ich jemals in meinem Leben gegessen hab, Mann. Und total wirr im Kopf bin ich auch schon. Das ist schön, dass es dir geschmeckt hat. Richtig, richtig lecker gemacht. Das ist schön. Ja. Nachmachen? Gibt es vielleicht noch irgendwas zu dem Gulasch zu sagen, was du vielleicht nicht gezeigt hast, was du noch reingetan hast? Eigentlich nicht, nein. Ein klein bisschen Stückchen Rotwein? Klitzekleines Stückchen, ja. Ja, also zur Geschmacksabrundung. Richtig. Und ihr wisst ja, Alkohol verdampft, also gar kein Problem, aber Geschmacksabrundung hat gebraucht. Oh, gigantisch. Nachmachen. Ausprobieren, genau dran halten, genau. Wie sie es gemacht hat, und dann wird es mindestens genauso lecker. Genau. Ist richtig gut geworden. Ja. In dem Sinne. Das Fleisch war auch richtig gut geworden, ja. Auch nicht zäh. Schön zart. Richtig war schön zwischenzeitlich zart. Noch im Backofen die Kokotte drin gestanden. Wahnsinn. Ja. Nachmachen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Sowas von lecker. Ein richtig, richtig geiles Paprika-Gulasch. Jo, und in dem Sinne, Tschaikowski. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.